Und warum sind diese strategischen Ziele jetzt so wichtig? Warum sehe ich das so als wichtiges Thema an im Unternehmen, egal welcher Größe, im Bereich Mitarbeiter, im Bereich Finanzen, Kapital? Ganz einfach, weil wir in einem wirtschaftlichen Umfeld leben, das sich die letzten Jahre einfach auf das Thema zugespitzt hat und was das einfach zu größeren Problemen oder zu größeren Unternehmen, darf man nicht von Problemen sprechen, vor größere unternehmerische Herausforderungen gestellt hat. Und das ist das Thema Banken. Da möchte ich wenig drüber verlieren. Banken haben eine restriktive Kreditpolitik. Das merkt jeder, das merkt jeder Handwerker, das merkt jeder Handelsunternehmen, das merkt jeder Wirtschaftler. Das ist auch egal in welchem Bundesland, egal welche Bank, es wird hier schärfer, es gibt schärfere Restriktionen, die Auflagen werden schwieriger und so weiter. Und das ist keine Behauptung auch von mir, wenn Sie Presse nachlesen, EBA, das ist die Europäische Bankenaufsicht, hat im Frühjahr vor einer Kreditklemme gewarnt. IWF, der Internationale Währungsfonds, hat im Frühjahrsgutachten auf eine Kreditklemme, die kommen wird, hingewiesen. S&P hat geschrieben von stürmischen Zeiten auf dem Kreditmarkt, also es weist viel in die Richtung hin. Das zweite ist das Thema Unternehmen, Mitarbeiterbindung, Fachkräftegewinnung. Ist egal, wie der Herr Jorgic gesagt hat, egal wie hoch die Arbeitslosenquote ist, das ist überall ein Thema. Die Unternehmen kämpfen darum, es kämpfen die Großen, die tun es relativ leicht, die stellen sich auf ihre Uni hin, machen zwei große Plakate hinter sich, wir sind die Firma sowieso, dann unterhalten sich die Absolventen, die haben das Gebäude groß genug, da gibt es Bewerbungen blind, der kleine Handwerker, das kleinere Unternehmer, der kleine IT-Dienstleister, der kleine, der gute Fachkräfte braucht, auch gute Akademiker, der tut sich da deutlich schwerer. Und natürlich das Thema Bestandssicherheit in Krisenzeiten, ist natürlich auch ganz wichtig, ein gewisses Polster zu haben, eine gewisse, ja, gewisse finanzielle Sicherheit, einen gewissen Speckgürtel oder Speckmantel, auf den man zugreifen kann. Und weil wir uns mit dem Thema pauschalotierte Unterstützungskasse, Unternehmenskasse ja im Bereich der betrieblichen Altersversorgung auch bewegen, müssen wir auch in dem Bereich das Thema Versicherungen anschauen. Und Versicherungen möchte ich auch wenig dazu verlieren. Versicherungen haben derzeit sehr schlechte Leistungen, auch intransparente Leistungen. Da können Sie also auch lesen, was Sie wollen. Ökotest hat es im Juni geschrieben von negativen Renditen, die sie erwirtschaften. FAZ hat im März geschrieben, wie Versicherer ihre Leistungen frisieren und von einer Studie berichtet, dass von, glaube 50 untersuchten Versicherern im Durchschnitt zwischen 14,5 bis 20 Jahre lang es dauert, bis die eingezahlten Beiträge wieder vorhanden sind. Das heißt, wenn Sie einfach einen Kopfkissenbezug nehmen, über einen Zeitraum von 15 bis 20 Jahre ist der wesentlich besser als jede Kapitallebensversicherung. Das Kopfkissenbezug schlägt in der Rendite jede Kapitallebensversicherung, weil da bleibt das Geld erhalten, zumindest in den ersten 15 bis 20 Jahre. Und in der Versicherung sind es halt so lang, zumindest im negativen Bereich. Nach 15 oder 20 Jahren wird die Versicherung wieder ein Stück besser als der Kopfkissenbezug. Aber das ist erst einmal eine Grundproblematik. Auch wenn Sie weiter in der Presse lesen, wenn dann natürlich Vorstände wie Munich Re schreiben, Lebensversicherungsmodell ist am Ende oder ist ein Auslaufmodell, dann heißt es, dass man das Instrument zumindest mal kritisch, betriebswirtschaftlich kritisch betrachten würde. Und wenn ich das mal aus BAV-Sicht sehe, nenne ich Ihnen bloß zwei Paragraphen, die Sie daheim einmal nachschauen können. Das ist der Paragraph 1 Absatz 1 Satz 3 Betriebsrentengesetz. Betriebsrentengesetz ist das arbeitsrechtliche Schutzgesetz, das wir haben. Da steht drin, bei betrieblicher Altersversorgung haftet der Arbeitgeber immer für die Zusagen, die er macht. Und was manche Arbeitgeber gar nicht wissen oder ignorieren, der Arbeitgeber macht immer eine Zusage. Das heißt, wenn Sie für Ihren Mitarbeiter Direktversicherung unterschreiben oder Pensionskasse oder einen Pensionsfonds oder rückgedeckte Unterstützungskasse oder auch eine pauschalnotierte Unterstützungskasse, egal was Sie unterschreiben, Sie haften immer als Unternehmer für die Erfüllung. Das heißt, wenn die Versicherung nicht zahlt, sind Sie dran. Und ich war vor zwei Wochen in einer Podiumsdiskussion in Dortmund mit Vertretern der Politik. Da ist über Obligatorium und solche Dinge gesprochen worden. Und da hat die Politik eindeutig gesagt, egal was kommen wird, auch wenn wir die Alterssorgen verpflichtend machen, eins wird nie passieren, dass der Arbeitgeber, wenn er seine 100 Euro jetzt an die Versicherung abführt, sagen kann, ja, das war's, ich habe meiner Schuldigkeit da Genüge getan, das war's für mich, ich bin frei von jeder Pflicht und Haftung. Der Arbeitgeber haftet für die Erfüllung.
Und das haben die ganz deutlich gesagt, das wird auch immer so bleiben, und das ist wirklich das Kernkonstrukt. Das können wir nachschauen, Bundesarbeitsgericht im Juni hat das erste Urteil erlassen, da der Pensionskasse nicht das gebracht, was sie zugesagt hat, der Arbeitgeber ist zur Differenz zur Haftung verurteilt worden. Also das ist nicht so, dass man da nicht haftet. Und in dem Zusammenhang, wenn Sie schon wissen, dass Sie haften, sollten Sie auch einmal ins Versicherungsaufsichtsgesetz reinschauen, VAG. Das ist das Gesetz, was die Versicherer gilt. Und da gibt es einen Paragraph 89. Und in Paragraph 89 steht drin, wenn es einem Unternehmen nicht mehr aufgrund der Geschäftsführung nicht mehr möglich ist, dass sie seine Leistungen und Verpflichtungen planmäßig, regelmäßig in Zukunft erbringt, kann mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde die Auszahlung verboten werden, die Zusagen herabgesetzt werden, Rückkäufe verboten werden und so weiter. Absatz 2 steht dann drin, die Pflicht zur Beitragszahlung bleibt davon unberührt. Das heißt, es gibt durchaus auch Szenarien, die im Gesetz schon verankert sind, in denen die Versicherung von der Leistungspflicht herunterkommt. Sie können das auch positiv darstellen, mit dem Gesetz wird verhindert, dass eine Versicherung pleite gehen kann. Dann müssen halt die Kunden zahlen, dann müssen halt die Kunden verzichten, aber die Versicherungen werden am Leben halten. Das sind zwei Vorschriften, ich möchte gar nicht mehr dazu sagen, kann sich jeder selbst Gedanken machen, was es bringt. Aber es ist ein Riesenthema und es machen sich Unternehmen einfach Gedanken. Thema Staatsanleihen statt Realwerte, Versicherungen legen halt einfach in Staatsanleihen an. Und sie legen nicht bloß in deutschen Staatsanleihen an, das wird gar nicht funktionieren, weil mit der deutschen Staatsanleihe bekommen sie zwischenzeitlich gar nicht mehr die Rendite von 1,75%. Sie müssen halt breit am internationalen Markt von Griechenland bis Spanien anlegen, um die Renditen von 4-5%, die sie hier einfach erwirtschaften wollen und müssen, vor Kosten zumindest, um die zu erreichen. Also das sind alles Probleme, für die brauchen wir Lösungen. Für die Finanzierungsseite müssen sich Unternehmer Gedanken machen. Ich stelle Ihnen heute nur ein Instrument vor. Es gibt Factoring, es gibt Leasing, es gibt verschiedene Dinge, wo man alternativ finanzielle Mittel herbekommt. Und ich glaube, die müssen die Unternehmer sukzessive alle mehr und mehr einsetzen. Was ich Ihnen vorstelle, ist so eine langfristige und ganz langfristige Bodenfinanzierung, die hier langfristig dem Unternehmen zur Verfügung steht. Also für das Ganze müssen wir uns Lösungen finden. Und die Lösung wird immer sein in solchen Innenfinanzierungsmodellen, in solchen variablen Modellen. Ich stelle Ihnen heute auch nichts vor, was ich sage, das ist, Herr Jorgic hat gesagt, das ist weder was wir erfunden haben, noch was nur wir können. Das ist einfach ein System, das sehr variabel ist. Was wir können, ist das rechtssicher auf den Einzelfall zuschneiden, auf Ihre Bedürfnisse zuschneiden, auf Ihre Anforderungen, weil es jedes Unternehmer anders. Manches Unternehmen braucht vor allem junge Mitarbeiter, manches will gerade auch die Älteren halten, manches hat Probleme in dem und dem Bereich oder in einem anderen. Hier kann man das zuschneiden und statt in Staatsanleihen frei am Kapitalmarkt anzulegen, auch im Unternehmen anzulegen, auch kontokorrent zu tilgen. Und das ist ja das System, bei dem beide gewinnen, und zwar der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber. Und wie und warum das so ist, werde ich Ihnen vorstellen. Mit der pauschalodierten Unterstützungskasse und was meine Intention ist für heute, dass ich Ihnen erstmal den ältesten Durchführungsweg vorstelle, den es gibt und vor allem, wie einfach und genial er in der Wirkweise ist. Und mein Wunsch ist, dass im Nachgang und auch in der Diskussion später wirklich alle Fragen diskutiert werden und angesprochen werden, die Ihnen dazu einfallen und vielleicht die Ihr Unternehmen bereits betreffen.